Guten Tag, das ist ein Beispielvideo für das Astropolarity-Fernstudium im Bereich der Deutungsmethodik. Das Beispiel, was ich Ihnen hier gebracht habe, ist das eines Jungen, also der ist 15 Jahre alt und der ist blind geboren worden. Die Frage lautete, warum? Nun, die Antwort könnte lauten, wir haben hier für die Blindheit zunächst mal die häufig dabei sehr oft auftauchende Konstellation Pluto-Jungfrau-Merkur im Sinne, dass der Pluto hier in Feld Nummer 6 steht. Und gleichzeitig ist es aber so, dass dieser Pluto, wenn wir das hier mal darstellen, Trigone hoch hat, also auf jeden Fall enorme aspektare Verbindungen in das 11. Feld, vor allen Dingen hier zur Sonne. Und diese Sonne wiederum, die kommt ursächlich, weil der Löwe an der 4. Felderspitze ist, aus dem 4. Feld, 4. Feld gleichgeschlechtliches Elternteil. Man könnte wahrscheinlich davon ausgehen, dass dieser Junge blind geboren worden ist, um den Sonne in 11, Sonne Uranus, verlorenen Vater zu finden. Im Sinne, wenn er die Augen aufmachen würde, dann wäre er nicht zu finden. Aber möglicherweise ist der Vater in der Vorstellung des Jungen, was ja dann auch das plutonische Prinzip symbolisiert und in dem Sinne auch, dass die Vorstellung natürlich enorm intensiviert ist, wenn ein Mensch blind ist, dann muss er sich auf die Bilder, die inneren Bilder verlassen, dass das möglicherweise auch ein Grund dafür ist, warum dieser Junge blind geboren worden ist. Denn den Vater, den kennt er nicht, jedenfalls nach seiner eigenen Aussage und nach der Aussage auch der Mutter, die ihm eigentlich immer versucht hat, das väterliche Prinzip auch den Vater selber vorzuenthalten. Der Mutter, bei der Mutter sind da einige Peinlichkeiten sozusagen dabei, die das bisher verhindert haben, dass sie dem Jungen, ihrem Sohn, etwas über den Vater gesagt hat. Und insofern könnte es gut sein, dass das Schicksal, um es mal dramatisch auszudrücken, sich gesagt hat, also diesen Jungen lassen wir jetzt blind zur Welt kommen, oder der Junge selber oder seine Seele hat gesagt, ich komme jetzt blind zur Welt, damit ich in der Vorstellung, die enorm intensiviert ist, meinen Vater, der mir eigentlich verloren gegangen ist, hier oben im 11. Feld, dass ich ihn finden kann. Das hört sich natürlich möglicherweise für viele sehr hypothetisch an, aber wir haben da unter anderem zu diesem Thema mit dem Jungen eine sehr intensive und auch sehr tiefgehende Aufstellarbeit gemacht. Und im Sinne dieser Aufstellarbeit, was auch ein sogenanntes offenes Format war, das heißt also eine offene Aufstellung, ohne dass irgendjemand wusste, wer wofür steht, zeigte sich das tatsächlich sehr deutlich, dass der Vater und der Sohn hier eine enorme Verbindung miteinander haben und der Sohn sozusagen über diese Blindheit in eine Situation versetzt ist, dass er von äußeren Dingen nicht abgelenkt worden ist oder nicht abgelenkt werden soll auf der Suche nach seinem Vater. Das ist etwas, was sich in der Aufstellung gezeigt hat und was man in dem eben beschriebenen Sinne in dem Geburtsbild auf jeden Fall so 1:1 auch bestätigt sieht und nachvollziehen kann. Vielen Dank.